Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus deiner Bude. Ich glaube, ich muss das Format nicht mehr groß vorstellen. Willkommen zurück zu PokeFusions. Ihr merkt, wieder ein bisschen andere Kamera. Ich probiere damit einfach ein bisschen rum im Moment. Und Alter, seht ihr das? Meine Haare sind kein Chaos mehr. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich habe die jetzt selbst geschnitten einfach. Wir legen gleich mal los. Generieren die ersten drei Pokémon. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo. Okay, ich mache ja schon. Scheiße. Wisst ihr, was gerade toll ist? Ich habe die Facecam so umgestellt, von der Größe her, dass ich den Bilder-Tab online nicht mehr erreiche. Weil meine Facecam das perfekt blockiert. Da mache ich es einfach mal schlau und ziehe euch das Internet auch mal gescheit hin. Das macht irgendwie alles einfacher. Dicke Spoiler. Es sieht nicht gut aus und es wird auch nicht besser. Aber das ist relativ egal. Es ist von mir. Es würde so oder so nicht gut aussehen. So, und damit haben wir die erste Fusion für heute fertig. Naja, irgendwie. Und ich habe mich schon, auch wenn ich es rausgeschnitten habe, entschieden, dass für mich jetzt erstmal Schluss ist. Ihr seht dann gleich, wie es weitergeht. Aber ich brauche eine Pause.
So, weiter geht's. Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation. Der Legend, ich überlege gerade, ich glaube, eine Woche ist tatsächlich vergangen, seit ich die ersten Dinger hier aufgenommen habe von... Und deswegen mache ich jetzt weiter. Ich hatte jetzt nicht mehr so viel Motivation für das Projekt. Hat ein bisschen Zeug im Leben los. Ihr habt bestimmt auch ein bisschen was mitbekommen. Zum Beispiel durch Videos, die ich gemacht habe. Und ja. Ach, guck mal, was da zufällig auf Google eingegeben ist. Günther aus der Dönerbude. Da kann man mal ein Abo dalassen, würde ich sagen, bei dem Kanal. Meint ihr nicht? Okay, wir legen los. Auf jeden Fall, wie viele das mitbekommen haben, hatte ich so ein paar Probleme ein bisschen im Privatleben, so vor allem sehr viel Stress, mentale Unruhe. Es pendelt sich alles so ein im Moment. So ein paar Sachen, wo ich ein bisschen die Sorge hatte, dass die vielleicht reinfließen, die ich aber eigentlich gerne mache, so Walross-Edition schreiben zum Beispiel, mache ich immer noch genauso und... konnte feststellen, dass das zum Glück nicht wirklich etwas ausmacht. Der Laptop so laut ist, das macht gleich wieder Hoffnung. Jetzt mal im Ernst. Ich habe keine Ahnung, ob man das gehört hat, aber der Scheißteil ist so unfassbar laut. Bin ich auch so ein bisschen in der Situation, seit ich dieses Video auch gemacht habe über das YouTuber-Community-Verhältnis, habe ich das Gefühl, seid ihr als Community erst nochmal noch fett aktiver geworden. Inzwischen bin ich echt in der Situation, dass ich teilweise fast Probleme habe, mit dem Kommentarelesen hinterherzukommen, auch wenn ich echt gern alle lese. Aber hin und wieder übersehe ich einen, also wenn... wenn es irgendwas zu antworten gäbe und ich euch nicht antworte darauf, dann sorry, dann habe ich es wahrscheinlich überlesen. So, damit haben wir diese Fusion fertig. Ich hätte fast die erste gesagt, das ist so ungewohnt. Das ist die zweite Fusion des heutigen Videos. Und es ist Kunst. Einfach nur Kunst. Und damit kommen wir zur letzten Fusion für diese Folge. Welche Pokémon werden uns diesmal gegeben? Wird es wieder grottenhässlich? Gut, die zweite Frage können wir schon mal beantworten. Ja, es wird wieder grottenhässlich. What the fuck soll ich denn daraus machen? Gott.
Und irgendwie laber ich die ganze Zeit in diesen Videos durch, habe ich das Gefühl, nur um es am Ende dann sowieso in der Verschnellerung rauszuschneiden. So, und damit sind wir mit der letzten Fusion fürs heutige Video fertig. Ist das Hässlichste, diese Folge? Geht der Trend weiter? Ich würde sagen, das zweite sah besser aus, aber mit dem ersten... Außer ich erinnere mich komplett falsch. Ich bin mir sehr sicher, welches das erste war von denen, die ich gesaved hatte, aber... Ich würde sagen, es ist nicht das Hässlichste dieser Folge. Wir machen mal was Neues. Wenn ihr davon auch so begeistert seid wie ich, dann lasst doch gerne ein Like und oder ein Abo auf diesem Kanal da. Wir sehen uns hoffentlich bei einem anderen Video, vielleicht einer neuen Folge Poke Fusions wieder. Bis dann und ciao.